Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Silberne Edition. Ich bin der Don Marci und werde mit dem guten The Gamer Emulator das Let's Play hier zu Ende bringen, da Fliegi, der fliegende Holländer, leider keine Zeit mehr hat. Darum muss das Projekt auch ein bisschen pausieren. Und ich muss mal kurz schauen. Ich habe ein bisschen mit dem Projektleiter hier gequatscht. Wir haben ein bisschen besprochen, wie das abziehen. Und ich habe keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Wir haben, ich guck mal kurz unsere Pokémon hier an. Aha, hier ist schon mal meine Widmung, das sehe ich doch. Ich muss mal kurz gucken, was sie so können, weil... Okay. Weil ich bin super vorbereitet und mal kurz schauen. Bissspuchball, Kopfnuss, Sternschauer, Surferstärke, Drachenwut, Whirlpool, Drachenwut. Oh, die beste Drachenattacke. Und es ist shiny. Münzamulett. Hornattacke, Zornklinge, Zertrümmer, Konter. Einmal kurz hier machen. Lucky Lucky, Rasierblatt, Body Slam, Reflektor, Synthese. Kopfnuss, Schaufler, Schlitzer, Walzer. Donnerschock, Donnerschlag, Feuerschlag, Donnerwelle. Sehr schön. Gehen wir mal hier raus und ich habe die Ehre, die große, große Ehre, dass ich die Arena machen darf. Die Drachenarena. Freue ich mich. Drachen sind meine Lieblingstypen. Ich weiß nicht, ob mich der ein oder andere schon irgendwie kennt. Ich habe schon öfters mit Kilian zusammen gezockt. Er hat bei meinen Y-Battles mitgemacht. Und mit Kilian werden auch noch ein paar tolle Kämpfe folgen, die ich mit ihm teilen werde. Werden wir sehen. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ja, das ist er. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Das weiß ich doch schon. Yay, mein erster Kampf mit dieser Challenge. Ich freue mich. Astrainer Paul möchte kämpfen. Astrainer Paul schickt Dratini in den Kampf. Dann komm mal her, mein kleiner Freund. Esther darf anfangen. Würde ich mal sagen... Er hat mir die Verteilung von den Elementen, also... Die ist ja ein bisschen anders in den ersten Generationen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Boah. Ich mach einfach mal... Normal ist er jetzt physisch und... Geil. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich mach einfach mal eine Kopfnuss, mal gucken. Batz. Ja, das kann sich sehen lassen. Dratini ist ausgewichen, also zurückgeschreckt. Sehr schön. Machen wir nochmal eine Kopfnuss. Ich gebe dem gleich eine Kopfnuss. Und eine Dönerwelle, das finde ich nicht toll. Jetzt ist Esther behindert. Das mag mir nicht gefallen. Schade, dass es noch keine Fähigkeiten gibt. Und ja, mit einer Kopfnuss werden wir es nicht beenden, weil wir eine Drachenwut reinkriegen. Stimmt. Vielen Dank auch. Das tut weh. Und eine Kopfnuss und Dratini ist Geschichte. Da freue ich mich sehr. Dratini wurde besiegt. 487 Erfahrungspopel. Und als nächstes setzt Paul ein Dratini ein. Möchtest du wechseln? Ja, ich möchte wechseln. Ich gehe einfach mal auf Garadon. Da kommt Dratini. Süßes kleines Pixelmonster. Ach, die alte Schimmerfunktion von Shiny Pokémon. Ich find's cool. So. Machen wir mal eine Stärkeattacke. Ah, oh, das ist gerade so ein richtiger Retro-Flash für mich, weil ich schon seit Ewigkeiten nicht mal so ein altes Pokémon gespielt habe. Ach komm, Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Kommt wieder eine Behinderung rein, also das ist mir wurscht. Komm, wir machen mal mit Drachenwut. Na, ja, das kann ich auch. Wart's ab, wart's ab. Jetzt ist Garadon richtig sauer. Und behindert. Also jetzt muss Garadon treffen, sonst ist es vorbei. Komm. Oh. Juhu. Und Dratini ist Geschichte. Freue ich mich. Juhu. Besiegt. 487 Erfahrungspopel. Und als nächstes kommt ein Dratini. Ja, ein Dratini. Da möchte ich nochmal wechseln auf... Ja, Scarabu. Warum nicht? Da kommt das nächste Dratini. Er hat eine wirklich große Auswahl an verschiedenen Drachen-Pokémon. Ich bin begeistert. Warum gehe ich eigentlich nicht auf Ampharos? Weil wegen Donnerwelle und so. Das ist ja auch egal. Aber ich glaube, das hat hier noch keine Auswirkung. Kann das sein? Ich weiß es nicht.
Käfer, da kann man. Ich mach mal hier. Wir gehen mal auf Zornklinge. Niedlich. Da kommt wieder eine Dönerwelle. Ich kotze gleich ins Essen. Ich glaube, ich muss mit Skarabu gleich auswechseln. Weil Baum, besonders wenn sowas kommt, ich breche. Vielleicht hätte ich auch einfach eine Hornattacke machen sollen, ich habe keine Ahnung. Ich muss ja noch mich ins Spiel reinfinden. Alter, das kann nicht wahr sein. Pokémon! Gehen wir mal auf Jenny. Skarabu kommt zurück, Jenny ist jetzt dran. Da kommt wieder ein wütender Drachenwut rein. Ja, ein bisschen Schaden. Und dann... Komm, wir zahlen es ihm heim. Donnerwelle! Jetzt weißt du, wie das ist, behindert zu sein. Ich glaube, ich mache mal volles Risiko und greife mal einfach an. Wie wär's mit einem Donnerschlag? Batz. Finde ich es effektiv, haut's ordentlich rein. Und natürlich nicht behindert, warum auch? Es ist auch unfair. Es ist gemein. Das Dratini mobbt mich. Da hauen wir jetzt als nächstes mal Spike raus und lümmeln Dratini um. Mit Schlitzer. Schlitzer ist immer toll. Und Dratini ist tot. Besiegt steht zwar da, aber es ist tot. Man muss der Tatsache ins Auge blicken, Dratini ist tot. Asrina Paul wurde besiegt. Juhu! Wie enttäuschend. Ja, hast recht. Gib mir dein Geld. Und du warst wirklich sehr enttäuschend. Und mal kurz gucken, was wir so im Beutel haben. Muss ich mir auch mal ein bisschen Bitterbeere. Verwirrung. Eisbeere, Paraheiler. Weißt du was, wir gehen einfach mal ins Pokémon Center. Das ist so ungewohnt, man kann nicht rennen. Haben wir eigentlich ein Fahrrad? Ja! Wip, wip, wip. Da, da, da. Ach, dieses Retro-Feeling, das gefällt mir. Guten Abend. Ja, bitte heil meine Pokémon. Yay! Ach, ist das knuffig. Oh, das ist so schön. So schön, mal wieder sowas ganz Altes zu spielen im Vergleich zu anderen Spielen wie Oras und so weiter. Ist schon ziemlich geil. Alter, ich muss ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. Weil ich das... Oh, Alter, komm, fahr. Boah, das ist die Hölle. Macht mir gerade richtig Spaß, muss ich sagen. So, dann wollen wir mal die nächste hier umlümmeln. Warte mal. Ein Pokémon könnte das vielleicht bewegen. Möchtest du Stärke einsetzen? Ja, das möchte ich. Garadon, setz Stärke ein. Böbö. Wupp, wupp. Kabum, der Felsen fiel hindurch. Was du nicht sagst. Dann hauen wir mal die Trainerin hier um. Sandra unterzieht uns einem ausgewogenen Training. Ich kann es mir nicht erlauben, zu verlieren. Dann tut's mir leid, dass du später ordentlich Schimpfe bekommen wirst, weil du wirst jetzt verlieren. Na, komm mal her, Alma. Alma schickt natürlich einen Seemon in den Kampf, das ist sehr schön. Super, tollotastisch. Esther. Mit einem Spuckball. Machen wir einfach mal Spuckball. Okay. Unglaublich hoher Schaden, ich bin begeistert. Genauigkeit sinkt, ja, ganz toll, wir machen mal einen Kopfstoß. Wir treffen, da bin ich sehr glücklich. Ist ja noch schlimmer. Und Seemon wird langsam nervig, möchte ich mal behaupten. Machen wir einfach nochmal einen Spukball. Wir treffen immer noch, das ist mega. Ich habe entweder Luck oder Luck. Es spuckt mich an, das ist ekelhaft. Pfui. Das macht aber... Ah, okay, ich wollte gerade sagen, es macht ordentlich Schaden, aber es war ein Volltreffer. Da wundert mich gar nichts. Los, Jenny! Bringe dieses Seemon zur Strecke. Nach einer Rauchwolke. Ich glaube, hier grillt jemand. Wir machen nochmal... Donnerschlag.
Joa, boah, voll die Superman-Laser-Augen, Alter. Hui, sehr effektiv und Seemon ist down. Erfahrungspopel für jeden. Ach, das war's schon. Einmal es besiegt, hatte nur ein Pokémon. Alles klar. Arg, ich bin ein Pirat. Das ist verabscheuungswürdig. Genau, deine Taten, dein Können ist verabscheuungswürdig. Da hast du es sehr gut erkannt. Kann ich? Ich glaube. Bringt rein gar nichts, wenn ich das da versuche. Hi, Typ. Wir setzen nicht alle ausschließlich Drachen-Pokémon ein. Meine Taktik ist es, Pokémon einzusetzen, die stärker sind als Drachen-Pokémon. Na dann, such mal weiter und jetzt kommt's. Anton. Alleine Seemon ist schon Beweis genug, dass er keine Drachen einsetzt. Oder Seepa, ist ja noch schlimmer. Dieses unglaublich mächtige Seepa bekommt jetzt erstmal einen unglaublich mächtigen Spuckball voll ins Gesicht. Blüm. Das ist Schaden, der sie sehen lassen kann. Spezialverteidigung sinkt sehr schön. Die haben es aber auch mit dem Rauchen. Das ist nicht gut. Ich weiß, der Weg zum Krebs muss geteert sein, aber Rauchen ist keine Lösung. Hört auf zu rauchen, Kinder. Die Spezialverteidigung senken ordentlich geholfen. Oder ist Spukball... Spuker müsste doch auch speziell sein, oder? Wegen Geisttyp? Mann. Es schlug fehl. Gut. Ich habe mich schon auf die Gedenklaseraugen gefasst gemacht, aber Seepa wollte nicht und darf dafür jetzt erstmal im Pokéball verschwinden. Yeah, Esther erreicht Level 33, 37 natürlich. Als nächstes kommt Seemon. Ja, ich möchte wechseln. Ich möchte das Seemon nämlich schnell auslümmeln, ausschalten und weglümmeln. Seemon in den Kampf. Sieht voll schlimm aus mit seinem bösen Blick. Los, Jenny! Donnerschlage es zu Klump! Dieses Rauchen hier, boah, ekelhaft. Donnerschlag und... Bats! Das haut rein! Und es one-hitted, da bin ich sehr glücklich. Besiegt und ein Haufen Erfahrungspopel. Arndt, Arndt, ein toller Name, Arndt, du bist etwas Besonderes, ich weiß. Um nicht eingebildet zu sein, ich weiß. So, rumpelt die Pumps, Felsen fliehen durch und der Trainer selbst auch und landet hier. Hallo! Die Chancen gegen mich zu verlieren, nicht mal 1%. Du meinst die Chancen gegen mich zu gewinnen, nicht mal 1%. Du hast dich versprochen, ich hab's gemerkt und es sei dir verziehen. Ralf. Pornoralle bist du es? Dragonier! Das ist schon ein stärkeres Kaliber mit Level 37, meine Güte. Wir machen einfach mal eine Kopfnuss. Batz. Okay, zurückgeschreckt, das ist sehr schön. Noch eine Kopfnuss. Dem knüppeln wir jetzt einfach mal ordentlich an von Latz. Donnerwelle. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Warum? Pornoralo, warum tust du mir das an? Und wieder eine Drachenwut. Eieiei, also die können wohl alle immer nur Drachenwut als Drachenattacke. Das ist nicht so toll. Nicht Flucht. Ich möchte das Pokémon austauschen. Und ich gehe einfach mal auf Spike. Los, Spikey! Du bist dran! Boah, ätzend dieses Rumgebimmel, wenn man im kritischen KP-Bereich ist. Gut, dass es mit Generation 6 vorbei war. Schlitzer. Dann ist es schneller. Los, schlitz es auf! Hol sein Innerstes zum Vorschein. Oh, nein, ich schon wieder das Gebimmel. Volltreffer, yeah! Besiegt und 570 Erfahrungspopel. Danke, Pornoralle. Danke, dass das Gebimmel aus ist. Eigenartig. Ja, du bist wirklich sehr eigenartig. Wir gehen wieder rauf. Wir gehen nach links. Wir gehen wieder runter. Wir gehen nochmal rauf. Scheiße. Warte mal. Wie war das nochmal? Ich muss, glaube ich... Warte mal.
Ich übersehe, glaube ich, gerade etwas Fundamentales. Ja, ich habe was Fundamentales falsch gemacht, merke ich gerade. Ja, ich möchte hier Stärke einsetzen. Los, Garadon. Rupsch, 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 rupsch. So, einmal wieder nach oben. Wir müssen nämlich noch das Loch stopfen. Hört sich falsch an, aber das ist beabsichtigt. Wupp, wupp und bitteschön. Ich hoffe, es hat dir gefallen, so wie es mir gefallen hat. Dann gehe ich mal hier runter und Halleluja, wir können zu Sandra. Das machen wir aber erst gleich. Ich muss nochmal schnell ins Pokémon Center mich heilen. Hallo, geh mal weiter. Ich habe auch die Erlaubnis von Kida, wie man an der Partlänge sieht, ein paar Minuten zu überziehen, weil ich mich jetzt mal einspielen muss. Und das werde ich einfach mal nutzen, damit wir die ganze Arena in eins durchhinlümmeln können. So, dann heilen wir meine Pokémon. Ich weiß, du möchtest auch nichts davon haben, das finde ich ganz toll von dir. Dankeschön. Wir sehen uns bald wieder. Da bin ich mir sehr sicher. Hallo, ich bin wieder da. Scheiße. So. Ein bisschen hyperempfindlich der Controller. Meine Fresse. Halt. Ein Knopf. Ein Knopf. Mann. Geh weiter. Nein. Nein. Komm. Ach du meine Fresse, diese Steuerung. Boah, Hölle. Mann, geh. Mann. Du bist dumm, Junge. Du bist echt dumm. Und ich muss es wissen, weil ich bin du und du bist ich. Was? Aber hier runter. Den haben wir umgelümmelt. Und du bist die Nächste. Hallo. Drachen sind heilige Pokémon. Sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Ich meine es voll Ernte. Baby. So, Astrainer Rosi möchte kämpfen. Mit einem rosigen Dratini. Yay. Donnerwelle incoming. Los, Esther. Lassen wir es in einen Hinterhalt rennen. Und wir tricksen es aus. Komm. Ein Tricky Switch auf Spike. Und Donnerwelle ho. Das hat keine Wirkung, weil du doof bist. Komm los. Wir sind schneller, das freut mich. Und... Mist, es ist nicht zurückgeschreckt, oder besser gesagt, es ist nicht ausgewichen. Das hat mich früher mal irritiert, es ist ausgewichen, aber ich habe es doch getroffen, warum weicht es aus? Ja, liegt daran, dass es nicht ausgewichen ist, es ist zurückgeschreckt. Ein Hoch auf die deutsche Übersetzung. Pium. Erfahrungspopel für beide und... Also es kommt Dratini? Oh, ein Dragonier. Nein, ich bleib drin. Los, Rosi, dann... Hau mal raus, dein Lachs da. Wir machen einfach mal einen Walzer. Drachenwut, mal gucken, was Walzer für Schaden macht. Wahrscheinlich nicht viel. Aber man muss ja mal was ausprobieren. Walzer! Das war ein Volltreffer. Wow, ich bin begeistert. So, Spike ist down. Und als nächstes, was war Rukia nochmal? Ich darf es mir nicht angucken. Danke auch. Rukia, okay, alles klar. Scheißdreck. Body Slam! Bringe Zoom! Ja! Yes! Es ist behindert! Ja! Es ist behindert! Yes! Huhu, ich freue mich überhaupt nicht. Los, rasier's. Verdammt. Was hat ein Rasierer für eine scheiß Genauigkeit, wenn es nicht trifft? 5? Mann. Los, Rukia, Rasierblatt, bring es um die Ecke. Boah, das war ein Volltreffer. Ich dachte, das ist normaler Schaden für nicht sehr effektiv. Das ist sehr erbärmlich. Okay. Mach mal Synthese. Mal gucken, wie viel wir heilen. Ob es sich lohnt. Ansonsten hau ich einfach Body Slam drauf und... Jawoll! Body Slam! Bring es um! Juhu! Vernichtend geschlagen. 1110 Erfahrungspopel. Und Rosi heult. Großartig!
bleib starker, bleib tapfer, Rosi. Du wirst merken, du hast zu Recht verloren, wenn ich mit der Alten da fertig bin, mit der Trümmerjolle. Torwall, Hyperball, Köderball. Erholung. Ich darf hier nichts einsetzen, weil einmalig einsetzbar, das weiß ich noch. Mal gucken, haben wir irgendwo was zum... Eine Beere. 10 KP, Hypertrank, Supertrank, da haben wir Tränke. Nimm einmal auf ihmchen. Ich hätte erst gucken sollen, ob ich ein Belebe habe wegen Spike. Feuerheiler, Brandwehr, Carbon, Toprank, ewiges Eis, Eisen, AP+. Haben wir natürlich nicht. Egal, jetzt renne ich nicht wieder in die... Verdammt, in das Pokémon Center zurück. Jetzt habe ich einen Trank benutzt. Das darf nicht vergeblich, das darf nicht umsonst gewesen sein. Ich glaube... Ich möchte... dich als erstes haben. Ich glaube, sie fängt mit einem Seemon an, wenn ich mich nicht irre. Da möchte ich einfach mal mit Jenny als erstes draufhauen und gib ihm. Hallo, ich quatsch dich mal frech von der Seite an. Ich bin Sandra. Ich bin der weltbeste Drachenmeister. Aha. Voll gelogen, aber auch egal. Ich kann selbst den Top 4 der Pokémon-Liga widerstehen. Aha, ich bin so fabulous. Willst du noch immer gegen mich antreten? Gut, dann los. Ich als Trainer werde all mein Können gegen jeden Gegner einsetzen. Come on, bitch! Show your moves! Dem, 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 dem. Leiter Sandra möchte kämpfen! Leiter Sandra, ich habe meinen Pokémon nicht vor Behinderung gehalten. Ich bin so toll. Dragonier, los, Jenny! Zeigen wir der alten Plunz, aus welchem Holz wir gerotzt sind. Donnerwelle. Mann! Du bist scheiße. Weißt du das eigentlich? Weißt du, wie kacke du bist? Donnerschlag. Los. Aha, wir sind ungefähr gleich schnell, weil ich jetzt einfach mal dran bin. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, okay, der Schaden lässt sich sehen. Das Vieh können wir umlümmeln. Aber nicht so. Boah, Alter. Ich krieg einen Föhn. Komm, wir machen... Garadon, du bist dran. Du musst es schaffen, mein Freund. Surfer, nicht sehr effektiv, das wissen wir doch alle. Eine sehr schöne, HD-auflösende Animation. Ich bin begeistert. Ein Strich, der hochgeht. Und wir machen mal mit Stärke. Batz. Einen Stein an den Kopf werfen. Haben wir gerade aus dem Boden gerupft. Na? Ja, akzeptable. Warum bist du nicht behindert? Mann! Hör auf mit dem Scheiß. Ich hätte eine Drachenwut versuchen sollen. Das hätte, glaube ich, getötet. Ah, das reicht auch. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich freue mich. Garadon kriegt Popel. Mit einem Erfahrung davor. Sandra setzt als nächstes Dragoni ein. Ich wechsle mal auf Rukia. Ich glaube nicht, dass sie Flammenwurf drauf hat. Das würde mich doch ein bisschen betrüben, würde es mich. Ja, bis jetzt noch nicht. Bringt, glaube ich, gar nichts. Ich mache Body Slam. Feuerodem. Ah, okay. Sie kann auch was anderes außer Drachenwut. Gut, dass sie keine Drachenwut macht. Gut, dass ich schon behindert bin, sonst wäre ich jetzt bestimmt behindert. Body Slam und... Schade, das hat jetzt so gedauert. Ich dachte, sie wird behindert. Man darf ja noch träumen. Naja, mach mal ruhig. Body Slam. Die Behinderung greift uns nicht an. Das ist sehr gut. Body Slam und du bist fast tot. Hat sie eigentlich Tränke? Ich hoffe nicht. Jawohl, sie macht's nicht und... Schaffen wir es? Werden wir überleben? Ohne Volltreffer? Ja, und? Natürlich! Warum sollte es auch anders sein? Wo ist der Supertrank? Halt! Supertrank. Einsetzen auf Rukia. Sehr schön. Feuerodem.
Sie setzt keine Tränke ein, das gefällt mir. Hier ist die KI noch deutlich dümmer. Meine Fresse. Ich möchte nicht austauschen. 69 KP. Feuerodem. Bald sind die AP aufgebraucht. Kann sich nur um Jahre handeln. Aber jetzt. Body Slam und hau es aus den Socken, wenn es überhaupt Socken anhat. Du nervst, Mädel. Ernsthaft. Du nervst. Feuer, oder? Jetzt sind wir bei 71 KP. Noch und? Sehr schön. Komm, Body Slam, jetzt trifft doch mal endlich. Ebenso gut, Rukia, und jetzt nichts mehr. Das geht doch nicht an. Alter. Leck mich fett. Aber egal, Dragoni ist besiegt und ich freue mir einen Ast. Boah, dieses Gebimsel. Dragonir, ja, ich möchte wechseln. Alter, das Gebimsel nervt. Gebimselbamsel, Wumsel. Schnumselbumsel, Fumsel. Oder so. Ja, Garadon darf was reinhauen. Oh, das Gebiepe, das nervt. Weg damit. Es ist doch weg, hör auf. Boah, wer ist immer noch bimmelt? Oh, endlich Ruhe. Oh, das ist so schön. Mal gucken, was Drachenwut anrichtet. Slam. Okay, sie kann slammen. Jetzt wäre ich froh, einen Reflektor rauszuhaben. Leck mich doch am Arsch. Das nervt. Hör auf damit. Jawohl, Drachenwut. Schmecke meinen Zorn. Ja, das ist nett. Wir machen nochmal einen Drachenwut. Danach werde ich mich mal heilen. Yeah, Drachenwut. Juhu, gut, dass sie keine Drachenwut einsetzt, weil sonst könnte sie mich umbringen. Beutel. Übertrank. Ich nehme mal die Freiheit und benutze es einfach. So, Gardon erhält 81 KP und ist nicht mehr behindert. Slam. Slammy, Bitch, Dick. Was? Ich schmeiße hier einen Stein an den Kopf. Bitteschön, mit besten Grüßen. Bin sauer. Dragoni ist erledigt. Ja, Erfahrungsprobe für Garadon. Sehr nice. Das nächste kommt. Seedraking. Ich werde nicht wechseln. Alter, sieht das scheiße aus. Entschuldigung. Das sieht echt bescheuert aus. Alter. Was? Warum? Du hältst es aus. Jawohl. Drachenwut, du bist sauer. Ich bin sauer. Wir sind sauer. Drachenwut. Also wenn sie jetzt nochmal Hyperstrahl macht gleich, dann weiß ich genau, was ich machen muss. Nämlich erst einmal heilen. So, wir hatten... Das wird nicht reichen. Machen wir zurück. Haben wir nicht hier? Ich nehme die Freiheit und mache es einfach mal. Komm, sei so doof und mach nochmal einen Hyperstrahl. Jawohl! Über die Hälfte, alles klar. 58. Jetzt kann ich angreifen, dann mache ich einen Supertrank und dann alles klar. Das haut hin. Muss ich aufladen. Sehr schön. Drachenwut. Wenn es jetzt nicht sogar krepiert, das ist nämlich sehr knapp. Ich kann das nicht genau einschätzen. Pixelgrafik. Es reicht sogar. Geil. Verschwendet, aber egal. Blim. Level 34 für Garadon. Ich freue mich. Jetzt habe ich die Werte weggedrückt. Scheiße. Und Sandra wurde besiegt. Jawohl. Ich habe verloren. Ich kann es nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Guck dir dein Team an, es ist tot. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich mag zwar verloren haben, aber du bist noch nicht für die Pokémon-Liga bereit. Ich hab's. Du sollst die Herausforderung der Drachentrainer annehmen. Hinter dieser Arena befindet sich ein Ort namens Drachenhölle. Geh hin und bring mir deinen Drachenzahn aus den Tiefen der Hölle. Durch diesen Test erweist du dich als wahrer Drachentrainer. Bestehst du ihn, werde ich auch deinen Sieg akzeptieren.
Erst dann sollst du den Orden erhalten. Fotze. Was für eine schlechte Verliererin. Die ist ja schlimmer als ich. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal raus aus der Arena. Und man, geh doch an dem Typen vorbei. Oder tret ihm in den Arsch. So, würde ich mal sagen, hier mache ich erstmal Finito für heute. Ich hoffe, meine Art zu spielen gefällt, weil das dürft ihr euch jetzt das restliche Let's Play über antun. Und ja, morgen, Quatsch, nicht morgen, nächsten Part, ich meine, er lädt jeden Mittwoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Auf jeden Fall, im nächsten Part ist Kilian wieder am Drücker. In dem Sinne, arrivederci und wir sehen uns im übernächsten Part wieder, wenn ich das Kommando übernehmen darf. Ja, bis dann, ne? Tschüss.